Du begrüßt dich im Plateau, kein anderer wie der Präsident vom FLB, dem Freien Lützebäuer Bauernverband, den Alois Merx. Alois, guten Mittag. Guten Mittag, Kamil. Erklär uns mal ein kurz, für was steht der FLB, was sind ihre Aktivitäten, wie lange geht es dir? Also den Freien Lützebäuer Bauernverband FLB ist eine landwirtschaftliche Gewerkschaft, eine Bauernorganisation, die für 40 Jahre, über 40 Jahre gegründet ging, also die sich zum Ziel gesetzt hat, das Interesse von den Bauernbetrieben, von den Leuten, die dort arbeiten, zu vertreten, annehmen. Ihre Meinung vis-à-vis von der Politik zu artikulieren. Wir leben in einer schweren Zeit, in der Ukraine ist schon ein paar Mal gefallen während dieser Frage Agricole. Das beschäftigt doch den FLB natürlich. Kann ihn nur so, dass das in einer gewissen Weise auch eine Chance für unsere Landwirtschaft sein oder wie gesagt den FLB da? Also den Ukraine-Konflikt als solch, den bietet eine ehemalige Gelegenheit für Molenka zu dokumentieren, wie eigentlich in Europa Lebensmittelversorgung organisiert ist, wie eigentlich die Agrarpolitik darauf hin organisiert ist, wenn ihr seht, Landwirtschaft betreiben, hier steht, Lebensmittel herstellen, Lebensmittelsicherstellung garantieren. Und da sind wir eigentlich schon ein bisschen an einem Vergleich, den ich machen kann zwischen der Ernährungssicherstellung und der Sicherheitspolitik als solch. Die beiden Politikbereiche gehen eigentlich organisiert in Europa über Bündnisse, sowohl an der Verteidigung wie an der Ernährung. An der Ernährung ist das die gemeinsame Agrarpolitik, die eigentlich sicherstellt, dass im europäischen Raum Ernährungssicherheit herrscht. Und die Methode, für da hinzukommen, die geschieht eigentlich auf zwei Niveaus. Das heißt, da gehen zwei verschiedene Dimensionen, nennen wir mal eine strategische Dimension, ich werde das hier nur kurz erklären, an eine konjunkturelle Dimension. Die Engels gedurcht für euch, dass den Hunger, die grundsätzlichen Nährungsbedürfnisse zu decken, der zweite ist mehr für den Appetit von den Leuten zu beginnen. Mhm. Voilà. Die Hitzteilbahn hat doch schon Einfluss auf mich, weil ich nur gesagt habe, ob der Ukraine-Krieg eine Chance kennt sie für die Landwirtschaft. Ja. Das ist sicher nicht, weil die braucht wirklich keinen. Du hast gesagt, die strategische Dimension. Was steht dann da? Also die strategische Dimension an der Landwirtschaft ist eigentlich folgend, dass in Europa verschiedene Regionen prädestiniert sind, an die Ukraine als eine von denen für verschiedene Lebensmittel zu produzieren. Bei der Ukraine ist das in diesem Fall der schwarze Boden, den du hast, das ist ein Recherche von der Natur, dass da so Boden herrscht, an der es eigentlich erlaubt, der Region pflanzliche Produktionen zu machen für weit über das, was die Ukraine selber als Lebensmittel braucht. Wie gesagt, der Ukraine ist ein Beispiel, das wird als Kernkummer von Europa definiert. Wir haben aber auch ein sogenanntes Milchkummer in Europa. Das sind Mittelgebirgsregionen, das heißt Lützburg zum Beispiel, Leid, die ganze Territoire an so einer Region. Aber wir sind eigentlich von unseren natürlichen Voraussetzungen prädestiniert, hier auf einem ähnlichen Niveau wie Ukraine pflanzliche Produktionen möchte, tierische Produktionen zu machen. Und auch die wird gebraucht für an der strategischer Dimension, das heißt die Grundnährungssicherstellung in Europa und darüber hinaus zu garantieren. Ein anderes Beispiel sind Mittelmeerregionen, zum Beispiel, wo eben Früchte produziert werden für eben den ganzen Kontinent. Mhm. Voilà. Du hast auch von einer konjunkturellen Dimension gesprochen. Was verstehst du da drin? Ja, also die konjunkturelle Dimension, das ist eigentlich mehr das, was produziert wird für eine Gesellschaft, die per se eigentlich sagt, dass für Lebensmittel produzieren, die mit Emotionen verbunden sind. Es gibt auch Beispiele, ich denke, Biolandwirtschaft, auch das, was wir regional, saisonal Produktion machen, als erster an einer konjunktureller Dimension zu situieren, ganz einfach, weil es stark aufhängig ist davon, wie als Konjunktur. Also wie ist der Portemonnaie von den Leuten gefüllt, für Produkte zu produzieren, die effektiv mit daher kosten, die natürlich an der Herstellung wesentlich mehr aufwendig sind, aber die weit über das rausgeht, was Grundbedürfnis ist von Ernährung. Wir erleben eben den Moment, eben noch an der Zeit, wo der Budget riskiert, mit knapp zu gehen, dass du echt den Klient riskiert zu spüren, logischerweise. Und dass du auch das, was der Bauer an dem Bereich produziert, ja, mit Schwierigkeit umzusetzen. Mhm. Durch die ganze Ukraine-Situation sehen wir einen regelrechten Boom an der sogenannten strategischen Dimension, einfach weil wir international in Richtung von einem fundamentalen Desequilibrium von Offer und Demand hier steuern, was dann eben ganz dramatische Konsequenzen für die Länder hat, die eben stark auf Importe angewiesen sind. Mhm. Und das ist vielleicht nach E-Wort, aber auch zu dem, was Potenzial für so strategische Regionen, und da komme ich dann auf Lützburg zu schwätzen, ist, weil das ja ein Thema, ein wichtiges Thema ist, dass wir als Ressourcen schonen, die strategischen Regionen, die eben strategisch wichtig sind für die Nahrungsmittelsicherheit zu machen, sind an der Lage,
grundsätzlich mehr nachhaltig, mehr ressourcenschonend zu schaffen, ganz einfach, weil die natürlichen Voraussetzungen stimmen. Und ein Beispiel ist da zum Beispiel, dass wir, wenn wir heute in Lützburg Milch produzieren, da hat man einen CO2-Footprint, was ja extrem wichtig ist im Kontext Klimawandel, merken, den bei 1,15 ob man wie Talchen das wie weltweiten Durchschnitt. Selbig geht an der Ukraine mehr ökologisch zum Teil Kehre produziert, wie das vielleicht heute möglich ist. Und das ist die Bedeutung eigentlich für so strategische Regionen, wenn man an den ganzen Lebensmittelsicherstellung muss garantieren, aber auch Klima, die Umwelt schützen, dann könnte diese Regionen eine Bedeutung zu, weil sie in der Lage sind, Lebensmittel zu produzieren mit einem extrem niedrigen Footprint insgesamt. Wie in Konklusionen sitzt dann noch daraus, respektive wie in Konklusionen sitzt dann aber wie? Aus der ganzen Konstellation, wie wir es erleben, ist eigentlich die einzige Konklusion, die richtig ist, dass man an der Landwirtschaft die zwei Dimensionen müssen parallel fördern, abbauen. Leider stellen wir fest, dass der Moment an der Politik echt der Tendenz, dass wir für Lützburg eine Vision zu entwickeln, wo man just an dem konjunkturellen Eis entwickeln, dafür gehen doch drin, das auch nicht zu kritisieren. Wir brauchen dort dann nicht, aber auch eine Landwirtschaft hier in Lützburg an den Bereichen, die mehr hier als strategisch definieren, dass das die Produktion an den Gimageros für die Heeren hört, ich meine, den hat ein verwandtes Plädoyer in dem Sinn noch gehalten. Wir brauchen das am Hinblick auf eine internationale Lebensmittelsicherstellung, weil ohne die Flächen, die eben von Wiederkäuer über Milch auf Fleisch bewirtschaftet gehen, wird es ganz schwer sein, um Globus als Lebensmittelsicherstellung zu erhalten. Dafür setzen wir uns beim FLB an und das wird auch als Mission für die nächsten Main-Jahre gehen. Für das mit der Politik zu diskutieren, dass man da in die richtige Richtung geht. Mit der Politik, mit den Kollegen aus dem landwirtschaftlichen Sektor, aber mit den Leuten allgemein. Natürlich. Also ich meine, die Diskussion hier, die geht nicht mehr an einem Bündnis von Partnern, die auf alle Bohren damit in einem Strang ziehen. Und die große Herausforderung ist eben die, für all die Partner, die eben die andere Seite von der Take, nenne ich Lomol, von der Komplexität, die aber leider an unserem Beruf besteht, zu überzeugen, dass nicht immer das naheliegend so das richtig ist. Also wir müssen halt so ein bisschen hinter der Wahl gucken, was bewirkt eine Entwicklung mittel- langfristig. Und da muss man, da hoffe ich, dass man an der Politik herfahren, weil die sind Decideure schlussendlich. Und das ist aber... Ja, das ist eine seriöse Herausforderung, die für uns leidet. Dafür ist ein Frau Agricole da an Schwest, weil er steht neben drin und er könnte als nächstes neue Runde Landwirtschaftsminister detaillieren. Alois Merks, vielmals merci für den Besuch bei uns. Es war mir.